Okay, na dann geht's weiter. Alter, wir haben hier alles zerstört. Wirklich alles. Haben wir dann irgendwie... Achso, okay, ich kann mich nicht verteidigen. Also ich kann nicht auf mein Waffenarsenal zugreifen. Leider. Hätte ich gerne gemacht. Ist es der Arm? Die Schulter. Alles. Ich werde sie einrenken. What? Das ist richtig schmerzhaft. Tu es. Nicht bewegen. Das oh, nee, wird wehtun. Nee, nee. Okay. Na, dann gehen wir mal weiter. Mal gucken. Wir können immer noch nicht sprinten. So, ein bisschen schneller laufen. Atme. Warte mal, hier war was. Aber ja, ich hab's auch aufblitzen sehen. Ich hab da was gefunden. Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Ja, wir gucken uns noch mal ganz kurz um, weil, ne, wir wissen, Loot ist immer gut. Da hinten ist auch noch mal Loot. Und wir brauchen welches, weil wir wollen ja auch unsere Sachen wieder verbessern. Und bis dato können wir, wir sind an zig Werkbanken vorbeigelaufen und konnten unsere Sachen nicht verbessern, weil uns immer Kleinigkeiten fehlten. So, jetzt ist die Frage, kann ich hier hoch? Geht das? Nein. Ich würde gerne hier durch. Kann ich hier durch? Bitte lass mich hier durch. Nein. Weil da ist nämlich... da ist eine Kiste, da will ich hin. Kann ich hier irgendwie... Kann ich hier durchrennen? Jeder? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Okay. Ich bin einfach blind. So, weil ich gehe mal von aus, von innen kann ich wahrscheinlich raus. Ich kann nur von außen nicht rein. So, da haben wir schon mal einen guten Stuff. Klassiker. Ne? Wer kennt's nicht? Na gut. Ja, und da haben wir schon die nächste Werkbank. Los. Und lass mal gucken, wir können bestimmt alles immer noch nichts herstellen. Du brauchst es. Doch. Okay. Wait a second. Was machen wir? Armbrust. Mit mehr Köcherkapazität kann Amicia zusätzliche Bolzen tragen. Nutze ich die Armbrust so oft? Wir haben sie in den letzten Male ein bisschen öfter benutzt für Feuerpfeile. Aber nutze ich sie wirklich effektiv? Was ist denn das Zweite? Amicia verbessert ihre alchemistische Munition und ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten. Auch sehr geil. Und Amicia kann dank einer neuen Internetseite Alchemie-Zutaten antragen. Ist jetzt die Frage, nehme ich mehr Materialien auf? Oder nehme ich die Alchemie-Geschichte wegen Tod? Einfach wegen... Ach, scheiß drauf, komm, wir nehmen einfach mehr Platz. Wir nehmen einfach das. Das sollte die Sache erleichtern. Ja, erleichtern jetzt nicht unbedingt, aber ist auf jeden Fall okay. Kann man machen. So, weil... Genau, hier könnten wir jetzt dann nochmal ein paar Sachen wiederherstellen. Warte mal, habe ich hier was übersehen? Nee, okay. Weiter geht's. Es muss hier irgendwo rausgehen. Ja, wir werden auch einen Ausgang finden. Also, ne, wir müssen ja auch dann auf jeden Fall von hier weg, weil jetzt werden wir da auf jeden oben. Fall gesucht und gejagt. Eine Öffnung. Da kommen wir raus. Und ja, wir? Ja. Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Ja, aber völlig in Ordnung. Egal wie. Bitte. Na gut. Aber geh nicht zu weit. Versperrt. Ich kann es von hier nicht bewegen. Ich glaube, du hörst mich. Da ist noch, da ist noch Blut. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Aber das
Zeichen der Makula. Hier, warte mal. Wie komme ich da größer aus? So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Hier, da komme ich auch nicht rein. Hä? Darf ich mir deine Augen ansehen? Hm. Normale Pupillen. Komm ich hier durch? Blinzeln Sie das kaum. Ich kletter doch hier durch! Er klettert nicht durch. Also sie. Kletterst du hier durch? Okay, nee, warte mal, aber hier kann ich. Warte. So. Jetzt kann ich, ne? Genau. Okay. Weiter. Tür kriegen wir auf. Dann kommen wir nämlich an den Loot ran. Dann kann ich nämlich die Kiste da wegschieben. Und dann kann ich mich von der anderen Seite nämlich irgendwie was machen. Was genau? I don't know. Na los! Was denn? Was ist denn los? Mach doch! Achso, kann ich nicht. Ich kann nicht da durch. Aber ich muss nach hinten ziehen. Okay. Ich dachte, ich hätte es durchdrücken können. Aber das ist bestimmt irgendwie. Achso, deswegen ist versperrt. It is what it is. Du musst durchhalten. Ja, er wird durchhalten. Wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Kann ich hier irgendwo. Oh, warte mal. Ja. Ich kann jetzt nämlich das da. Das da? Nämlich runterziehen. Gib Acht! Nicht schlecht, gut gemacht! Hier kommt sie hochzuklettern! Ja! Hier geht's aber auch wirklich gar nicht gut, ne? Also. Ja! Guck dich doch mal. Kleiner Geheimgang. Was finden wir hier? So ein Chaos. Nicht. Oh Gott, okay. Mir geht's gar nicht gut. Nervenzusammenbruch. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Ist gar nicht gut. Bitte. Ich kann nicht. Hilf. Alles wird gut. Oh Gott. Es wird alles gut. Wirklich. Steh auf. Steh auf und geh weiter. Ja, was anderes bleibt leider dir in der Situation noch nicht übrig, glaube ich, ne? Leider. Neue Erinnerung, Chaos. Ja, und ja. Aber, wie geht's also, ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück? Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Okay. Er steckt fest. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Nicht? Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Ich dachte, ihr habt gerade geschoben. Hä? Haben sie gezogen? Ach du Heilige. Was ist das denn für ein Nest? Es hat die Flammen gelöscht. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Ja, gar nicht mal so wenig. Er wird die Sonne töten. Was? Was? Warum? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein, das ist nicht zu Hause. Hugo, sieh mich an.
Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn. Nein, genug. Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt, Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Ja, Rache ist, glaube ich, jetzt gerade die nicht so beste Variante. Das jetzt dann so zu machen. Durchquere das Rattennest. Ja, also. Oh ja. Ist ja mal gar nicht so wenig. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich das machen? Bleib nah dran! Ach du Scheibengleis, was ist denn? LOL, das sind alles Tote! Tote. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Wie? Löscht der Nebel einfach die Fackel aus? Ja, hab ich ja. Okay. Wir bleiben weg von den Dämpfen. Ganz klar. Vorsicht! Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Achso, warte, hier. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Beruhigen Sie sich. Vorsichtig! Ich bin vorsichtig. Also ich gehe von aus, wenn wir den. Wenn wir den Dingern zu nahe kommen, dann explodieren die? Was? Wer ist er? Ich habe gespürt, wie er gesucht hat. Vor der Explosion. Ich sag's doch. Sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch. Also, ja. Aber würden die uns dann angreifen, wenn wir mit ihm unterwegs sind? Die würden doch den Träger nicht angreifen, oder doch? Ich weiß es halt nicht, ne? Also, das ist jetzt nur eine Vermutung. Oh Gott, was ist das denn für eine Höhle? Wer ist denn hier? Also... Gar kein Problem, wir gehen einfach. Die andere Richtung ist völlig in Ordnung für mich. Ich stelle mir gerade vor, das wären alle Spinnen. Herr Junge, warum? Was ist denn das? Was ist das für ein Nest? Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja. Was ja? Ich bin hier. Wie hier? Nein. Ich warte. Worauf denn? Los. Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Na, ihn vielleicht nicht, aber vielleicht die anderen beiden. Lauf. Stimmt. Okay, wir sind am Rennen. Wir sind... Okay. Nicht zurückschauen ist einfacher gesagt. Ich... Ja, ist okay. Ich. Runter, schnell runter! Das ist übel! Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen! Los, rennt so schnell ihr könnt! Ach du Heilige! Verdammt! Seid ihr! Wir verschwinden hier! Ja. Ihr bekommt die nicht! Hört ihr! Es ist vorbei! Okay, wir sind raus. Da vorne ist Feuer.
Wir haben es geschafft. Gott. Atmen. Wo geht er denn hin? Was machst du? Atmen. Wo geht er denn hin, der Kleine? Hugo. Hugo. Okay. Siehst du? Da ist noch Licht. Na? Ja. Das ist unser Blut. Das bist du. Und da langsam wieder zu sich? Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, aber sie macht ja jetzt... Ja, also, ich bin bereit. Ja, sie wird ja jetzt aber hier keinen Rachefeldzug machen, oder? Also, wir gehen doch jetzt hier einfach von der Insel und gut ist, oder wie? Also, oder? Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Erreiche die Oberfläche. Hey, wir sind doch schon draußen aus der Höhle. Aber wenn die jetzt anfängt, hier so einen Rachefeldzug zu machen, ich meine, gut, verdient er das? Sagen wir mal ehrlich, aber... Moment. Das Dorf. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, was? Die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Wie, der Graf und die Gräfin, also wenn es die Ratten waren, dann... Es ist ja durch sein Zutun passiert. Weil, was haben denn sonst der Graf und die Gräfin damit zu tun? Ich meine, die Gräfin... Hat jetzt eh nichts mehr zu sagen. Maximal der Graf. Im Himmel. Das Bema hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Was? Lass ihn, was? Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Also ich würde sagen, das ist eine Ansage. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid. Aber... gar nicht mal so schlecht. Sehr hilfreich für uns, um hier durchzukommen. Aber gut, cool. So, was gibt's denn hier noch so? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Als ob die immer noch auf der Suche nach nach unserem Bruder sind hier. Nach Hugo. Hugo. Schänderin. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine keine Felsen mehr erkennen. Ich will's nicht wissen. Können wir eigentlich jetzt auch auf... Nee, können wir nicht. Schade. Sagen, könnten wir jetzt auf Hugo wechseln, sodass er hier die Ratten quasi loslegt? Ernsthaft, hast du uns gesehen? Weißt du was? Du fängst hier einfach ein. Einer weniger. Wir schlafen. Aufgepasst, es geht runter. Ich versuch's. Na, schläfst du schön? Können wir die nicht eigentlich hier befreien und einfach rauslassen? Ginge das nicht? Also würde das... Wäre das... Also ich würde es gut finden. Ja, ja, lauf du mal. Da ist ja noch... Zu mir!
Okay, wir können sie auf jeden Fall rauslassen, aber... Amicia, nein! Ich wusste nicht, dass wir damit auch das Ding da anzünden. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh gut. Sneaken wir uns mal hier rein. Sagen, schlaf schön. Lass uns einfach gehen. Lol. Ja nun, ja. Ja, danke schön, danke schön. Okay, also wir können die Kokons öffnen. Das funktioniert. Hat der einen Helm auf? Zufällig? Lebst du noch? Hey! Oh, ich habe keinen Pfeil mehr. Will ich einen Pfeil herstellen? Nein. Okay. Tod! Aus dem Mörder mache ich Kleinholz! Ja, aus dem Mörder macht er Kleinholz! Träum mal weiter. Warte mal, der hat einen Helm auf, ne? Ich kann den nicht... Ich kann ihn nicht... Nein, falsch. Mit einem Stein kriege ich ihn nicht kaputt, ne? Nope. Da hinten ist Loot. Da will ich eigentlich hin. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Sie tun lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Passiert, ne? Ist halt so. Die denken, sie könnten, aber wissen, dass sie nicht können. So, wir gehen jetzt hier die Loot-Kiste, weil da wollte ich mich ran. Und deswegen machen wir hier so. Ah, er sieht sowieso nichts, weil er ist blind. Haben wir sonst noch Loot-Kisten? Loot, Loot, Loot. Was passiert eigentlich, wenn wir... Öko, geht es dir noch gut? Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Na schön. Versuch, ruhig zu bleiben. Ah, wir sind hier so ein bisschen sneaky, Pete-mäßig unterwegs. Wir warten mal, bis er da weg ist, damit wir dann da hoch können. Ja, gehen wir in die Richtung. Genau, weil dann können wir nämlich hier einmal hochklettern. Hey, komm mit hoch. Und einmal außen vorbei. Schleiche. Ah, noch nicht komplett, aber fast komplett. Was passiert? Warte. Den Tod. Der Mann war im Krieg und hat sich den Ruhm in Hunderten von Kämpfen verdient. Verstehe. Verstehe, was du mir damit mitteilen möchtest. Ich möchte an diese Kiste und diesen Looter mitnehmen. Geht das? Wäre das für mich eine Option? Ich glaube schon. Achso, hier komme ich gar nicht durch. Das ist ja gar nicht so gut.
Brennt es jetzt dauerhaft? Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist? Was denn für ein... Der hat uns ja fast gesehen. Was denn für ein Tor? War der das da? Ganz langsam. Ich gebe mein Bestes. Okay, dann gehen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Ach du Scheiße, das ist ja so ein großer. Oha. Oha. Ja, der ist nicht ganz so einfach. Wie gut ist der? Der ist ein bisschen... Ja. Okay, beide gucken sie nach da. Das heißt, wir können jetzt hier durch. Oh, zu hoch. Wir brauchen etwas, um ranzukommen. Ja, diesen Wagen. Das Problem ist, dieser Wagen macht... Ja, der macht sehr viel Lärm. Das würde ich jetzt nicht so gut finden. Was zur... Okay, was mache ich? Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Nehme ich den jetzt auseinander oder nicht? Also muss ich ihm die Rüstung Step by Step quasi runterschießen. Oder? Schade. Ich dachte, er geht bis nach da vorne. Amicia, bei dir alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Wir sind so weit gekommen. Diese Insekten. Leise. Nee, warte. Falsche Taste. Also gut, das. Oh. Gut. Gehen wir schnell. Ja, noch nicht. Wir warten jetzt einmal ganz kurz. Also wir machen jetzt hier keine Hektik, ne? Weil wir haben hier insgesamt 3 Gegnertypen. So. Und von allen dreien wollen wir natürlich nicht gesehen werden. Vor allen Dingen nicht von dem da. Der ist richtig kacke. Jetzt kommen wir nämlich dahin. In der Hoffnung, dass die andere sich nicht umgedreht hat. Los, hoch da. Und hoch. Mach ich. Aber ich bin guter Ding. Drin. Jo. Haben wir geschafft. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt sind wir aber wieder im Dorf. Da drüben ist ein Boot. Denkst du denn, dass wir da hinkommen? Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ach, Riesen? Ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Der... Uns Zeit. Den wir von vornherein töten hin. Wollte. Wirklich? Nach dem, was er getan hat? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Ja, genau. Anno Londo. Der wartet doch. Hier geht's runter. Ja. Der Turm. Hier oben noch mal ein bisschen Loot finden. Ei, wir brauchen Loot. Loot ist immer wichtig. Wichtig und richtig. Ja, gut. Ja, okay, hier gibt es kein Loot. Wir sind hier komplett umsonst hochgelaufen. Aber hier hätte natürlich auch Loot sein können. Darf man jetzt natürlich nicht vergessen.